Die Gewerkschaften haben sich nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel auf eine gemeinsame Linie zur Einführung von gesetzlichen Mindestlöhnen verständigt. Das sei das Ergebnis eines Treffens der Tarifpolitiker aus den DGB-Gewerkschaften. Danach schlagen die Experten vor, dass die Regierung künftig in jeder Branche die tariflichen Mindestlöhne zur gesetzlichen Norm erheben soll. Mehr als 5000 Mitarbeiter der Kieler Howaldtswerke haben heute gegen einen möglichen Arbeitsplatzabbau demonstriert. Sie befürchten, dass bei der geplanten Fusion der Werften von HDW und ThyssenKrupp ihre Werft auf den U-Boot-Bau reduziert wird. Dabei könnten bis zu 1000 Arbeitsplätze im zivilen Schiffbau und der Verwaltung verloren gehen. Auch SPD-Ministerpräsidentin Heide Simonis und ihr CDU-Herausforderer bei der Landtagswahl im Februar Carstensen nahmen an der Kundgebung teil. Beide wollen den gesamten Schiffbaubereich erhalten. Mit Bestürzung haben zahlreiche Menschen in Frankreich auf den Tod der Schriftstellerin Françoise Sagan reagiert. Die Autorin des Welterfolgs Bonjour Tristesse war gestern im Alter von 69 Jahren in der Normandie einer Lungenembolie erlegen. Staatspräsident Chirac würdigte die Verstorbene als eine herausragende Figur der französischen Literatur. Die Tageszeitungen widmen ihr heute die besten Seiten. Der Tod der Sagan, titelt der Figaro. Und Le Monde schreibt, Adieu Sagan, bonjour Tristesse. In nur 3 Wochen schrieb die damals 18-jährige Françoise Sagan den Bestseller, der im katholischen Frankreich der 50er Jahre einen Skandal auslöste und zum Welterfolg wurde. Sie hat das Leben in vollen Zügen genossen. Der Erfolg gab ihr die Mittel dazu. Drogen, Alkoholkonsum, die Spielleidenschaft. Françoise Sagan entwickelte sich zu einer Symbolfigur des Laissez-faire. Zu ihrer Zeit schickte es sich für Frauen nicht zu leben, wie die Sagan. Aber gerade deshalb wurde sie in Frankreich so geliebt. Weil sie mit ihren Büchern dazu beigetragen hat, die muffigen Moralvorstellungen des Landes zu überholen. Ich habe mir nie gewünscht, etwas anderes zu sein als Schriftstellerin. Weder Krankenschwester noch Spionin. Mehrfach wurde sie zu Bewährungsstrafen verurteilt, unter anderem wegen Drogenkonsums und Steuerhinterziehung. Das hat ihrem Ansehen nicht geschadet. Auch nicht, dass sie eine wilde Autofahrerin war. Einen schweren Unfall hat sie wie durch ein Wunder überlebt. Sie war eine Draufgängerin, sensibel und lebenshungrig. Nur so war für Françoise Sagan das Leben lebenswert.